Die Schaderstiftung hat ja heute als zentrales Thema den Austausch zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis. Und in meiner beruflichen Tätigkeit momentan steht eben auch Implementation und Transfer von Ergebnissen aus der Stadtregional- und Umweltentwicklung in die Praxis der Stadt- und Regionalentwicklung im Mittelpunkt. Und insofern ist das eine zentrale Thematik, zentrale Schnittstelle, die heute hier beleuchtet wird und die ich auch sozusagen wieder selbst in meiner Arbeit nutzen kann. Konkrete Herausforderungen ergeben sich zum einen dadurch, dass in diesem gesamten Feld relativ viele unterschiedliche Akteure unterwegs sind, die unterschiedliche Interessen haben. Wissenschaftler haben andere Ziele als Praktiker. Praktiker wollen umsetzen, Wissenschaftler wollen publizieren. Zugleich ist immer die Frage, mit welchen Themen beschäftigt man sich. Da setzen unterschiedliche Akteure unterschiedliche Schwerpunkte. In der Stadtpolitik ist was anderes interessant als in der Scientific Community. Und dann gibt es auch immer noch das Problem des Dialogs, also wie gestalte ich den Prozess letztendlich? Haben wir da die gleichen Verständnisse, Ziele, Wege und haben wir da auch erfolgreiche Transfers? Die Schader-Stiftung ist bislang schon auf vielen Themenbereichen sehr interessant unterwegs, was jetzt Stadtentwicklung und Herausforderungen der Stadtgesellschaft und Fragen der Stadtgesellschaft und Umsetzung von Problemen, die in der Stadtgesellschaft entstehen, betrifft. Gleichwohl gibt es einige Themenfelder, die aus meiner Sicht noch von besonderem Interesse wären und die sich der Schader-Stiftung auch zukünftig noch widmen könnte. Eines ist, denke ich, aktuell ganz die Frage, wie kann man Stadtentwicklung und Energiewende zusammenbringen? Ein ganz aktuelles, hochaktuelles Thema. Eine andere Frage ist, wie kann man insbesondere stadtregionale Verknüpfungen und Verflechtungen mehr thematisieren? Eine Frage, die sich nicht allein auf eine Stadt oder Stadtgesellschaft bezieht, die aber stärker die immer evidenter werdenden regionalen Verflechtungen mit in den Blick nimmt.